Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute gibt es wieder ein kleines Gewinnspiel, da ich sehr zufrieden bin mit dem Kanal, wie es in letzter Zeit läuft. Die Streams am Montagabend machen immer Spaß, zwischendurch auch rauszugehen, die Forschungen alle einzeln jedes Kapitel zu filmen und zu machen. Wir haben ja damals auch den Ramses Kitchen Account verlost. Das war auf jeden Fall sehr cool, eine sehr coole Aktion und jetzt wurde immer mal wieder gefragt, Ramses, wann machst du mal wieder ein Gewinnspiel? Und jetzt habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Da ist ja gerade die Nostalgie-Herausforderung gibt in der Kanto-Region und es natürlich auch Pikachu als Shiny gibt mit Glurak-Mütze, habe ich mir gedacht, für diese Woche machen wir ein Gewinnspiel. Ihr könnt ein Shiny Pikachu mit Glurak-Mütze gewinnen. Ich zeige das mal hier, ist eingeblendet auf jeden Fall, wer das noch nicht kennt, aber ihr müsstet ja eigentlich alle wissen, wie das aussieht. Und wenn alles so läuft, wie ich mir dachte, werde ich das jetzt vielleicht 4 Wochen lang machen, denn nach der Kanto-Region kommt ja auch die Höhenregion, dann kommt die Johto-Region, alles mögliche durcheinander. Und jedes Mal gibt es ja ein neues Pikachu mit neuem Kostüm, was als Shiny sein kann, was als Shiny released wird. Ich werde sehen, dass ich nicht nur eins für meinen Account bekomme, was ich behalte, sondern dass ich immer noch ein zweites bekomme, was ich dann an euch verlosen kann. So gibt es also dann jede Woche ein kleines Gewinnspiel, jede Woche das neue Pikachu mit Kostüm zu gewinnen, wenn das alles so klappt, wie ich mir dachte. Und diesmal fängt es natürlich an mit dem Kanto-Pikachu mit Glurak-Mütze. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst den Kanal nicht abonnieren. Ihr müsst das Video nicht liken, ihr müsst nicht 20 Millionen Freunde markieren und das Video überall teilen. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar drunter schreiben, wo ich jetzt schon sage, es bringt nichts, wenn ihr, wie beim letzten Mal bei Ramses Kitchen, da haben Leute wirklich 200 Kommentare gemacht, immerzu drunter gespammt mit demselben Hashtag, weil sie dachten, je öfter sie kommentieren, desto mehr Chancen haben sie. Aber ich werde das ja über diesen YouTube-Comment-Random-Picker raussuchen und da gibt es extra diesen schönen Filter, dass mehrere Kommentare vom gleichen Account einfach ignoriert werden. So war von den über 2000 Kommentaren sind dann eigentlich nur so 160 übrig geblieben, weil alle anderen waren einfach nur zugespammt von Leuten, die 500 Mal den Hashtag reingepostet haben. Das möchten wir natürlich nicht. Lasst das bitte sein. Das ist einfach nur Schwachsinn, Zeitverschwendung. Das bringt euch keine Vorteile. Wenn das doch macht, kann ich es auch nicht verhindern, ne? Aber ihr habt auf jeden Fall dadurch keine besseren Chancen. Alles, was ihr tun müsst, ist, schreibt halt einen Kommentar, wenn euch was Nettes einfällt oder wie ihr die Aktion findet oder ob ihr sonst irgendwelche netten Worte an mich richten wollt oder irgendwelche Kritik. Schreibt auf jeden Fall irgendeinen Kommentar unter dieses Video und macht den Hashtag PeaceOutVorhaut unten drunter. Wenn Kommentare dastehen wie Ramses, du Missgeburt, geh dich vergraben, das zählt natürlich nicht. Wenn aber dort steht, Ramses, du Missgeburt, geh dich vergraben, Hashtag PeaceOutVorhaut, der wird natürlich dann für das Gewinnspiel gezählt. Also ich schreibe ihn hier nochmal hin, Hashtag PeaceOutVorhaut, ne? Wie am Ende immer die Verabschiedung. Aber der muss in den Kommentarbereich mit rein, an euren Kommentar. Und unter diesen Kommentaren, die das nämlich erfüllt haben und das auch richtig geschrieben haben, es wird extra hier eingeblendet, die das richtig geschrieben haben, wird dann das Shiny Pikachu mit Glurak-Mütze verlost. Wann wird das verlost? Nächsten Montag im Livestream ab 20 Uhr auf diesem Kanal. Das habe ich ja beim letzten Mal auch so gemacht. Den Ramses Kitchen Account habe ich auch verlost im Livestream. Ihr habt also ab heute ist Dienstag, glaube ich, ihr habt also ab heute Zeit mitzumachen, einen Kommentar zu schreiben und dann abzuwarten, bis Montag 20 Uhr im Livestream das Ergebnis bekannt gegeben wird, wer das Shiny Pikachu mit Glurak-Mütze bekommt. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Kanto, Nostalgie, ich bin nostalgisch geworden, bin in Erinnerung geschwelgt zu den Anfangszeiten. Wir sind gespannt, wie die anderen Regionen verlaufen, wie da das Event verläuft oder die Herausforderungen, was es für Aufgaben gibt und ob ich natürlich 2 Pikas bekomme, dass nächste Woche dann auch wieder eins rausgeballert wird und die Woche danach und die Woche danach und so weiter. Das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Aktion, wenn das so durchgezogen wird. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg weiterhin mit Pokémon Go bei dem Gewinnspiel. Viel Glück natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.